du schon mal durch eine dicke Milchglasscheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Herr Kahr, warte. Mein Name ist Fried, ich bin der Personalleiter hier. Entschuldigen Sie. Max Schröder. Unser Termin war vor über einer Stunde. Vollsperrung, ich kam weder vor noch zurück. Haben Sie vielleicht im Radio gehört? Ich hab's gehört. Ich schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Keiner hat was gemerkt. Die haben die ganze Zeit gedacht, dass ich ganz normal sehen kann. Heute geht es um einen ganz besonderen Film. Mein Blind Date mit dem Leben wurde hier in München gedreht im Bayerischen Hof und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes. Kann ich dazu sagen? Ja, gerne. Es geht nämlich um Salih Akhavate, der im Alter von 15 Jahren fast komplett erblindet ist und trotzdem seine großen Träume verwirklichen will. Und das ist nämlich in der Hotellerie zu arbeiten. Und leider wird er nirgendwo genommen aufgrund seines Augenfehlers. Dann verheimlicht er es und wird beim Bayerischen Hof angenommen. Und er macht dort die Ausbildung, ohne dass irgendjemand merkt, dass er diesen Augenfehler hat. Also, ab 26. Januar im Kino reingehen. Ich muss weiter. Wir sehen uns. Ja, ich hätte es nicht besser machen können. So, jetzt kann ich ja sagen, ich bin wieder alleine. Kostja Ullmann hat einen ziemlich geilen Job gemacht und hat diese Rolle wirklich verinnerlicht. Er spielt sensationell und er spielt fast alle an die Wand, aber an seiner Seite können bestehen auf alle Fälle Anna-Maria Mühl, die das Love Interest spielt und dann vielleicht die zukünftige Freundin von ihm, und an seinem bester Buddy Jakob Matschens. Ich wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du, also bitte verrat keinem. Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen. Links, 6 Stufen. Sorry, 7 Stufen. Dauer. Ich bin übrigens Hani. Ihr Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Ich habe den Film schon im November gesehen und wollte eigentlich so mal ganz kurz reingucken, um zu sehen, was das ist. Und der Film hat mich gepackt von Anfang an. Der ist wirklich witzig erzählt, ist unheimlich berührend, basiert ja auch auf einer wahren Geschichte und das macht es eigentlich doppelt so stark. Die Schauspieler sind sensationell. Marc Rotemund hat einen super Film abgeliefert. Der komplette Cast hätte es verdient, dass jeder diesen Film sieht. Für mich auf alle Fälle der Must-See-Film hier in München in diesem Winter. Wir werden alle durcheinander, ich kann mir das heute nicht merken. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Wo ist er denn? Da, im Sandkasten. Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das sie so mühevoll aufgebaut hast, mit dem Arsch wieder einzureißen. Sally, was ist los? Wo ist Kassel? Na, Sally, such mit! Ich kann nicht mitsuchen, ich kann nicht sehen! Ach, raus hier. Das war immer mein Plan. Lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. No way. Was willst du? Ja! Ich werde das Träumen nicht aufgeben, auf keinen Fall. Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show Wild Boys präsentierte die Szene München.